Das war der Halbzeitpfiff vom Schiedsrichter Florian Marker. Und im Spiel Nummer 2 Christoph Kessler. In der Spielminute kommt die neue Spielminute Nummer 3. Das Ding hier noch rein, Alter. Du hast recht, Dietmar, du hast recht. Dietmar, hast du recht. Mach's gut. Ansonsten wünschen wir natürlich ein wunderschönes Wochenende.
Ich gleite durch die Dunkelheit und warte auf das Morgen. Also auch ich bin nicht nur zufrieden mit den Rahmenbedingungen. Weil die Rahmenbedingungen sind zwar sehr, sehr nett und alles schön für den Zuschauer, ist ganz toll und wichtig. Aber für mich geht es auf den Rasen. Das ist für mich entscheidend. Ja, das wollte ich. Heute habe ich vieles Gutes gesehen auf dem Platz. Die Jungs haben sich reingehauen, 90 Minuten lang. Jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, was ich meine. Die Jungs in Blau, die waren heute wieder waren sehr gut, haben viele Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe. Und die Frage oder dritte Frage, unsere Neuzugänge. Wegen Presse, die heute auch da sind, freuen wir uns wirklich sehr. Fieke, dir bleibt nur zu wünschen, bleibt verletzungsfrei, bleibt gesund. Das war die Mehrzahl. Bleib mit deiner Truppe gesund, bleib am Ball. Wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. 13. März und zwar gegen Förderkader René Schneider. Wenn ich mich recht erinnere, aus der Hinrunde war auch noch was offen. Können wir alles wieder gut machen hier. Euch schönes Wochenende, schön, dass ihr da wart. Bis dann. Ciao.